Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Woche können Sie bei uns unter anderem alle Coop-Süßgetränke, also das Citrus, Orange und das Grape, in den 1,5 Liter PET-Flaschen zum Aktionspreis kaufen. Warum diese Mitteilung gerade am Anfang des Coop-Studios steht, hat neben dem günstigen Preis noch einen anderen Grund. Zum Thema PET-Flaschen und PET-Entsorgung kommen wir nämlich in letzter Zeit einen Haufen Anfragen von Konsumentinnen und Konsumenten über. Es scheint da einiges nicht ganz klar zu sein. PET ist ein praktischer und vielseitiger Kunststoff. Stark, geruchsneutral, elastisch und leicht. Trotz einem halben Liter mehr Inhalt ist die PET-Flasche leichter und handlicher als die 1 Liter Glasflasche. Wer zum Beispiel daheim keinen Lift hat, weiss, von was das da die Rede ist. Im Moment sind zwei verschiedene Arten von PET im Umlauf. Mineralwasser ist sehr empfindlich und nimmt Fremdgerüche extrem schnell an. Darum verwenden wir für das Mineralwasser die Einwegflaschen. Also die nach dem Zurückbringen wieder aufbereitet und für andere Zwecke nochmal gebraucht werden kann. Süßgetränke sind in dieser Beziehung etwas weniger heikel. Aus diesem Grund nehmen wir bei Coop für diese Getränke Mehrwegflaschen, die man bis zu 10 Mal reinigen und wieder neu abfüllen kann. Wenn die Flaschen ausgedient haben, wird das Material wieder aufbereitet und in Form von anderen hochwertigen Produkten, wie z.B. Faserpelzjacken, Schlafsäcke oder Abdeckfolien, zum zweiten Leben erweckt. PET-Flaschen von Öl, Essig und Putzmittel kann man nicht mehr weiterverwenden. Die müssen entsorgt werden. Schadstoffe entstehen aber beim Verbrennen von dem Material in der Kehrichtverbrennungsanlage keine. Das Wichtigste für das Entsorgen von PET ist aber, dass die Flaschen zuerst einmal zurück in die Läden kommen. So die weichere Einwegflasche ohne Depot und so die Mehrwegflasche mit Depot. Wäre doch schön, wenn wir so etwas bald nie mehr sehen würden. Und jetzt kommen wir zum Rezeptvorschlag aus der Studioküche. Ein Rhabarberkuchen mit Streusel kommt normalerweise nicht jeden Tag auf den Tisch. Gerade richtig also, wenn Sie Ihre Gäste mit einem besonderen Dessert oder Zvieri möchten überraschen. Für einen Teig der Anke mit dem Zucker und einem Ei schaumig rühren, Salz und Mehl zufügen und mischen, Ihnen mit Anke ausgestrichene Springform geben, glatt streichen und den Rand etwa 2 cm hoch ziehen. Den Boden mit gemahlenen Haselnüssen bestreuen. Dann die Rhabarber rüsten und in ungefähr 1,5 cm lange Stücke schneiden. Auf dem Teig verteilen und je nach Wunsch Zucker drüber streuen. Für einen Streusel geschmolzenen Anken mit Zucker gut mischen, dann das Mehl und die Haselnüsse dazugeben und rühren, bis es kleine Klümpchen oder eben die Streusel gibt. Die auch über die Rhabarber verteilen und im vorgeheizten Ofen 3/4 Stunde backen. Bestimmt möchten Sie den Rhabarberkuchen selber ausprobieren. Das Rezept, das wissen Sie inzwischen, steht ausführlich beschrieben in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Viel Vergnügen! Nach dem Rezept jetzt ein Blick ins Markenfenster. Dort präsentieren sich heute die Chocos von Kellogg's und der Medaille d'Or von Jacobs. Zwei Spitzenprodukte, die Sie bei uns zurzeit zum Aktionspreis kaufen können. Schokos, der Knusperbär. Keiner knuspert mehr als er. Hey, Schokos, Schokolade. Schokos von Kellogg's gehören zum kompletten Frühstück dazu. Wieso knuspern ist unfair? Gimme, was? Schokos von Kellogg's. Frühstück schokoladig knusprig und lustig. Yeah. Unverwechselbaren Aroma von Medaille d'Or beginnt, weiß, dass der Beste von Jacobs auch das Beste aus dem Tag macht. Denn nur Medaille d'Or hat das beste Aroma bis zum letzten Tropfen. Jacobs Medaille d'Or. Mmh, fein und elegant. Und gut im Gaumen. Und der da hier. Gut angereift. Aber schön geschmeidig geblieben, he? Ein volles abgerundetes Aroma. Der Charakter. Schönen Mord. Unser Emmentaler ist halt gerne noch das Original. Ein reines Naturprodukt. Aus Rohmilch. In verschiedenen Reifengraden. Ja. Mild. Präsent. Und spezial gelagert. Im feuchten Keller. Emmentaler. Erdegut. Du Himmelschön. Ja, ja. Und genau diesen Emmentaler kommen Sie bei uns jetzt zum Aktionspreis über. 100 Gramm kostet nur 1,20 Franken. Eine Gelegenheit, die Sie sich eigentlich nicht entgehen sollten. Genauso wenig wie die anderen Aktionen, die diese Woche bei uns erhältlich sind. Zum Beispiel das Körbli Epere aus Spanien für nur 1,90. Zwei Coop-Früchtequark sind 50 Gramm günstiger. Der Epere-Quark zum Beispiel gibt es für nur 1,10. Und drei Midi-Rösti kommen Sie über für nur 5,50.
Das Kilo Schweizer Frischboulet kostet nur 5,80. Außerdem offerieren wir Ihnen Poloshirts für die ganze Familie. Zwei Shirts für Damen gibt es zum Beispiel für nur 22 Franken. Und dann noch der Go-Preisabschlag. Sanrei Haselnüssli gemahlen kostet von jetzt an nur noch 1,50. Und im Go-Restaurant gibt es diese Woche einen Aargauer Schweinsbraten mit Herdöpfelwürfeli und Rotkohl für nur 11,50. Vorgestern Nacht, am 12 ab 3, hat bekanntlich der Frühling Einzug gehalten. Go Blumenabteilung hat aus diesem Grund eine grosse Auswahl an Arrangements, Schalen und bunten Sträußen bereitgestellt. Bestimmt hat es da auch etwas für Sie dabei. Und mit diesen Frühlingsbotschaftern bin ich bereits am Schluss vom 12. Go-Studio von diesem Jahr angelangt. Danke, dass Sie Zeit haben zum Zuschauen und auf Wiedersehen.